zurückkommen von der Comdex 2014, wo wir ein HP-Notebook gefunden haben mit einem AMD-Prozessor drin, und zwar der Pavilion 10. Natürlich haben wir hier nicht allzu viel technische Daten, aber ihr seht natürlich Low-End AMD-Grafik bzw. Prozessor drin. Trotzdem ein Netbook sozusagen mit 500 GB Festplatte und 4 GB RAM ist für den alltäglichen Gebrauch auf jeden Fall genug. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier Windows 8.1 am Laufen, schaut auch völlig gut aus, ist auch flüssig. Das Display könnte etwas schöner sein, werdet ihr aber gleich sehen, wie der Betrachtungswinkel ist. Wir haben natürlich weiter eine schöne Tastatur drin, Full-Size-Tastatur, also bequem zum Schreiben. Das ist eigentlich nur ein 10-Zoll-Gerät, aber wir haben trotzdem 1366x768 Pixel-Auflösung hier drin. Separate Maustasten hier unten und ein schönes Trackpad, mit dem wir natürlich auch Multitouch das Gerät bedienen können. Mir gefällt vor allem das Design, wir haben so eine matte und dann doch nicht matte Oberfläche hier hinten. Auf der Rückseite HP-Logo auch nur drauf gedruckt. Schaut wirklich sehr gut aus, finde ich. Und auf der Unterseite können wir leider allerdings hier keine Festplatte, kein RAM und kein gar nichts tauschen, wie ihr hier sehen könnt, aber trotzdem von der Verarbeitung her vollkommen okay. Wir haben auf dieser Seite nur einen Kensington-Anschluss, also den lassen wir mal kurz dran. Aber auf der anderen Seite haben wir hier natürlich noch ein paar andere Anschlüsse, wie zum Beispiel Strom, HDMI-Netzwerk, USB 3.0, 2.0, Kopfhörer, Mikrofon in einem und ein SD-Kandiser. Sonst natürlich an der Front nichts und wie gesagt hier auf der Seite auch nicht. Damit also nur zwei USB-Anschlüsse dran an diesem HP Pavilion 10. Aber trotzdem ein sehr schönes Gerät, bei dem wir wahrscheinlich im Low-End-Preisbereich auch ein paar Käufer finden werden. Das war es auch schon mit dem ganz kurzen Hands-on hier dieses schicken Notebooks. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast von der Comdex 2014. Bis zum nächsten Mal.